Ciao zusammen und herzlich willkommen zu Inside Digitec Galaxus. Das ist die dritte Ausgabe. Wir sind heute in Zürich und wir besuchen einen Teil vom Engineering. Das grosse Thema heute ist Produktvergleich. Was ist das letzte Produkt, das du verglichen hast? Wir fangen mit Sören an. Ein PC für meinen Neffe. Staubsauger. Portable SSDs. Kaffeemaschine. Klimaanlage. Wir haben das Feature den Produktvergleich. Das ist eine Tabelle, wo man die ganzen Specs und Eigenschaften vergleichen kann. Und dieses Feature wird nur von etwa 1% der User überhaupt benutzt. Und wir möchten die Aufmerksamkeit über das Feature erhöhen und die Zugänglichkeit, weil User, die das nutzen, sagen, hey, es ist mega hilfreich, es hilft ihnen bei der Produktwahl. Es ist ein mentaler Aufwand, weil sie die Features lesen, vergleichen, verstehen und lernen, zu verstehen, hey, was kann diese Vitamix? Und es ist teilweise eine Unmenge an Produktdaten, das aus dem Kopf zu behalten, ist ein bisschen mühsam. Und man sieht so, dass sobald es weniger als etwa 5 Produkte wird, fangen sie an, das hat irgendeine englische Seite, Compensatory Decision Making, dass sie dann wirklich diesen Vergleich machen, hey, was hat das nicht. Wir haben uns jetzt den Dani geschnappt vom Isotopes-Team. Dani, das Team Isotopes ist ja zuständig für Produktdetailseiten. Was ist genau dort dein Part? Ich kümmere mich vor allem darum, unsere Domäne, also Domäne-Produkt-Detailseite, im größeren Kontext zu sehen, also teamübergreifend zu sehen, weil wir haben ein sehr großes System bei Digitec Galaxus. Als Ausgleich zu dem Stress, was machst du genau? Ja, also meine Frau ist Japanerin und wir kochen halt sehr oft halt dann auch japanische Küche daheim oder ja, Gulasch, Pasta, was auch immer, was ganz normales auch mal. Aus der Community raus sind ein paar nerdige Fragen rausgekommen. Monolith oder Microservices? Microservices, ganz klar. SQL oder MongoDB? Tendenziell behaupte ich mal, SQL ist die bessere Technologie, wenn die Anforderungen sehr unklar sind. Wenn man Sachen relational abbilden muss, ganz klar. MongoDB ist die bessere Technologie, wenn man eine Business-Entität ja, sehr kohärent als ein Dokument abbilden möchte oder wenn man sehr viel mit denormalisierten Daten unterwegs ist, wie es bei uns im Team ist. Deswegen haben wir auch Mongo. Aber ich würde sagen, fallabhängig. Genau. Und man dann Land brauchen wir noch, aber das kann man schneller hardcoden. 4, 6, 8, 9, 2. Genau. 1. Das dauert ein bisschen Zeit, weil ich habe nicht die beste Maschine in der Büro. Sehr schön, die beste. Also ja, das frage ich mich auch. Die Junior-Entwickler da, Andres, hat einen besseren Rechner als ich. Ich bin nicht mehr der Junior. Das wär's gsi. Danke vielmals fürs Zuschauen. Inside Digitec Galaxus verabschiedet sich wieder. Es war ein super spannender Tag hier im Engineering. Danke vielmals, Isotopes haben uns mitgenommen. Jetzt sind ihr gefragt, liebe Community, sagt uns, wo sollen wir als nächstes gehen. Ciao zusammen.